Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum T1-Bulli, zum Samba-Bulli. Die nächste Lieferung ist da mit den Bauphasen 18, 19, 20, 21, 22. Wir lernen hier auch zählen. Also heute sind die Zahlen 18 bis 22 dran. Ne? Und ja, wir werden starten mit, muss ich mal in die Bauanleitung schauen. Ist ja eine Überraschung, was wir hier machen dürfen. Der Boden unter den Vordersitzen. Der Boden unter den Vordersitzen. Hier haben wir ihn. Gut, ich würde mal sagen, ich zeige euch die Teile. Und dann wollen wir auch ein bisschen was schrauben. Ein paar Schrauben sind auch mit dabei. In Bauphase 18. Und ja, leider wird der Bulli heute noch nicht fertig. Sonst würde ich jetzt sagen, kommt, lass uns eine Runde drehen. Lass uns eine Runde cruisen. Und dabei schöne Musik hören, zum Beispiel von Tina Turner. Wir denken heute alle mal ein bisschen an Tina Turner. Und die Musik hat uns lange, lange, lange Zeit begleitet. Und auch früher in meinem Autoradio auf Kassette, natürlich. Mach's gut, Tina. Wer es noch nicht gesehen hat, Tina, das Musical, kann ich nur empfehlen, läuft zurzeit jetzt in Stuttgart. Ich habe es zweimal in Hamburg gesehen und kann nur sagen, einmal frei. Gut, wir kommen jetzt zur Bauphase 18 mit den Boden unter den Vordersitzen. Und ja, mal gucken, ob schon mal heute einer Platz nimmt auf den Sitzen. Legen wir los. Wir kommen dann die Teile reingefahren ins Bild. Und zwar haben wir hier die Bodenplatte unter den Vordersitzen. Abdeckung des unteren Fachs. Hier haben wir eine Abdeckung für das untere Fach. Und Sicherung für die Einstellung des Fahrersitzes. Aha. Und ein paar BP-Schrauben. Die holen wir gleich schon mal raus. Dann blättern wir in der Bauanleitung um und sehen da, wir brauchen den Fahrersitz. Hier ist er. Ja. In einem guten Haushalt findet man was, auch manchmal, wenn man länger sucht. Und zwar haben wir hier die Schienen, wo dann der Vordersitz hier reingreift. Genau, der passt genau dazwischen. Und haben hier ein großes Loch, wo wir dann sehen hier, ne, wo sich das Ganze dann bewegt. So, da kommt dann hier diese Sicherung rauf. Ach so, und dann können wir das nämlich nachher verstellen. So, ich mache meinen Sitz ganz nach hinten, würde ich sagen. Vielleicht. Kommt eigentlich, hätte ich mal die Schraube schon vorher drauf machen sollen. Kommt natürlich auf dem Fahrer an, ne? Wenn ich da sitzen müsste, wäre es ganz günstig, wenn der Sitz, jetzt ist die Schraube schon wieder hier weggegangen, so schnell Schraube rein hier, damit hier so, also jetzt ist der fest. Wenn man den nachher verstellen will, dann nochmal lösen. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt... das bricht nachher bloß ab. Machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, okay. Das haben wir. Jetzt kommt hier was rüber. Und noch kommen wir an diese Schraube noch ran. Aber wenn wir den Sitz dann verstellen in die Mitte... Wenn man nicht weiß, dann macht man das in der Mitte. Dann machen wir das mal mittelprächtig. So, auf jeden Fall kommt die jetzt nicht mehr ran. Da ist er halt nach ganz hinten. Also man kann doch noch ein bisschen schieben. Vielleicht machen wir das dann doch nicht ganz so doll fest. Nur so ein bisschen so.
dann lasse ich mir die Option nämlich jetzt offen. So, jetzt kommt diese Abdeckung hier rauf und auch die wird mit den BP-Schrauben festgeschraubt. Aber geht ja auch nicht anders, wir haben ja auch gar keine anderen Schrauben in dieser Baufolge bekommen. Seid ihr schon gespannt, wer da nachher drauf sitzen könnte? Ich habe da was vorbereitet. So, jetzt kann man den auf jeden Fall vorsichtig hin und her schieben. Gut, okay. Was soll ich euch sagen? Das war's mit der Bauphase 18. Wollen wir natürlich gleich mal in die 19 schauen. Oh, Entschuldigung, Erdbeben. Oh, Erdbeben, Caramba. Was wir in der 19 bekommen, Boden der ersten Sitzreihe und Montage des rechten Vordersitzes. Aha. Hier, Bauphase 19. Ja, zwischendurch werden die Teile auch mal größer, nicht? So. BP05 Schrauben. Habe ich hier eigentlich zwei Schrauben reingemacht? Ja, weil ich immer noch eine übrig habe. Naja, gut. Okay. So, BP05 Schrauben bekommen wir in der 19. Rollen wir nochmal natürlich gleich ein bisschen auf. Und wir bekommen hier den Boden der ersten Sitzreihe. Den brauchen wir jetzt auch noch gar nicht. Den legen wir erstmal nochmal beiseite. Und holen dann die Baugruppe, die wir eben gerade bearbeitet haben, heraus. Und dann kommt doch schon hier die Beifahrersitzreihe herauf. Und so wie ich das sehe, sind hier solche Klammern und hier sind so eine Regal. Da kommt das Ganze dann so rüber geschoben. Nur vorsichtig rüber klipschen. So, hat bei beiden geklappt. Achso, ich habe jetzt gedacht, wir könnten einen Klappmechanismus. Aber wenn wir das jetzt hier richtig runter machen, rastet das hier auch ein, da und da, und dann sitzt das Ganze. So, so, und den können wir noch ein bisschen ranschieben für kleine Leute. Und hier sitzt man dann immer gemütlich. So, was dürfen wir jetzt tun? Wir haben ja noch so viele Schrauben. Nix? Also ich hätte jetzt geschworen, dass wir das jetzt hier anbauen. Kommt das so? Könnte so, ne? Ich glaube, das kommt so. Naja gut, sollen wir nicht. Sollen wir nicht. Wir sollen erst uns das Heft anschauen von Bauphase 20 und auch die Teile rausholen von Bauphase 20. Das machen wir natürlich gerne. Ich habe die Schrauben schon rausgeholt, weißt du. Schön aufpassen mit den Schrauben. So. Wir haben hier wieder BP05 Schrauben und ein weiteres Bauteil. Sieht schöner Innenboden aus. Boden der zweiten Sitzreihe in Heft 20 enthaltene Teile. Schrauben BP05 und Boden der zweiten Sitzreihe. Ha. Hier. Hier spielt die Musik. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Die kommen alle hier so rauf. Genug rumgespielt. Und von der anderen Seite kommen jetzt natürlich BP05 Schrauben rein. 5 Stück. Deswegen heißen die BP05, weil da 5 Stück reinkommen sollen. Na Quatsch. So, und jetzt hier nicht da drauf rumdrücken, ne, beim Schrauben, sondern nehmt euer Patschehändchen, unterhalten, zack, und renn die Schraube. Nächste geholt. Runtergehalten, zack, rin die Schraube. Einmal die Drehung.
Und wieder zack, rennt die Schraube. Das artet in Arbeit aus, ich kann euch das sagen. Okay, so. Na, ordentlich hinhalten. Hoffentlich geht das jetzt noch. Ja. Nur den in der Mitte sehen wir nicht so richtig. Den können wir den hier noch drehen. Ja. Ruhig schön reinschrauben, dass ihr von dieser Seite könnt ihr schön die silbernen Punkte sehen. So, und nu? Und nun brauchen wir noch mehr BP05 Schrauben. Einmal rausgeholt aus der Tüte. Dann die leere Plastiktüte wieder weg. Und dann geht's los. Wie ich gerade einmal gezeigt habe, kommt das dann hier so rauf. Und mir wäre jetzt, das wäre jetzt ganz günstig, wenn ich die beiden jetzt von hier schrauben könnte. Aber nein, wir sollen das jetzt umdrehen. Ich würde sagen, wir werden erstmal eine Schraube aufmunitionieren. Auf den Schraubenträger. Und dann nochmal positionieren. Und dann drehen wir das Ganze um, halten das fest und Schraube rein. So soll das sein. Dann selbstverständlich auch auf der anderen Seite. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich halten soll. Ups, oh, die Schraube wollte, aber die ist aber nicht richtig drin. Dann machen wir die nochmal raus. Und drehen die nochmal rein. So, es geht weiter. Da noch eine und hier noch jeweils eine. Nicht drauf rumdrücken. Ihr wisst, die Sitze da unter, die leiden sonst. Das machen wir dann erstmal hier weiter. Damit sich das Ganze hintrackt. Deswegen heißt das ja auch Schraubenträger. Und hier dasselbe nochmal. Und jetzt haben wir noch zwei Schrauben. Denkt man nicht, dass das hier schon vorbei ist. Aber guck mal an, was wir für Teile hier bekommen. Wie viel gleich mehr zu sehen ist, ne? So eine Schraube noch. Und ich vermute, dann ist die Bauphase 20 auch schon wieder fertig. Dann ist die Bauphase 20 auch schon wieder fertig. So. Guck mal, jetzt ist das richtig hier kopflastig. So. Wir schauen trotzdem nochmal in die Bauanleitung und sehen das Ergebnis der Bauphase 20. Wollen wir die 21 noch machen? Ich höre schon. Ja! Dann machen wir das auch. Legen das erstmal beiseite. Holen dann Ausgabe 21. 22 ist auch hier. Das sind Yummies. Yummy, yummy. Nicht yummy, yummy, sondern yummy, yummy. So, zwei Gummilappen in der 21 und in der 22. Nichts weiter. So, dann schauen wir mal rein, was wir in der 21 machen dürfen. Vielleicht machen wir da gar nichts. Wir bekommen Fußmatte der ersten Sitzreihe. Und was ist da denn? Warum hole ich das dann raus? Und dann die 22. Jetzt machen wir was. Fußmatte der hinteren Sitzreihe. So, jetzt machen wir was. Und zwar, wir legen uns das hier hin. Nehmen Fußmatte von der vorderen Sitzreihe. Und dann haben wir hier Nupsis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher. Die müssen wir jetzt natürlich treffen und dann können wir quasi die Fußmatte da
rein, rauflegen, reinstecken, wie auch immer. Und ich muss sagen, das hat auf Anhieb funktioniert und geklappt. Und mit dem zweiten genau das gleiche in grün, nein, schwarz auf beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch hier einmal ausrichten. Nupsi, rein. So soll das sein. Das wird später, denke ich mal, noch mehr fixiert, wenn da dann weitere Teile eingebaut werden. So, überall getroffen, einmal frei. So, ich möchte euch natürlich noch einmal was zeigen, was ich mir an Figuren ausgedacht habe. Die könnten genauso gut auch für ein anderes Auto sein. Wieso geht der jetzt hier nicht richtig rein? Geh mal runter! Boah. So, jetzt hält das schon mal besser, aber wenn die Figuren kommen, dann ist das vorbei. Ihr kennt doch sicherlich die beiden alten Opas, ne? Und die habe ich mir gedacht, dass die Platz nehmen werden im Bulli. So, und der ist ja ein bisschen lött, der Opa. Und dann muss der Sitz natürlich ganz nach vorne. So, dann haben wir den anderen Uck noch. So, mal sehen. Hier. Also die beiden habe ich mir auf jeden Fall gedacht, dass die nachher ja, im VW-Bulli sitzen. Ja, der sitzt jetzt nicht so richtig. Muss ich den noch ein bisschen besser biegen. Oh Gott. Naja. Ah, huch. So. So in der Art habe ich mir das gedacht. Und ja, sieht zwar ein bisschen komisch aus mit seinen kurzen Dackelbeinen, aber egal. Egal, so muss das. So, die habe ich mir gedacht, dass die dann im Auto sitzen werden. Das war dann die Bauphase 22 und die 23 folgt jetzt nicht. Da müssen wir wieder ein bisschen warten, ich schätze mal 4 Wochen und dann können wir da weitermachen. Ja, die beiden könnten dann natürlich auch in einem anderen Auto sitzen vom selben Mutterkonzern, ne? Und ja, das waren die Bauphasen 18 bis 22. Kurz und schmerzlos, ein Haufen Teile dabei. Ne? Also wir haben jetzt vom Innenraum schon eine Menge zu sehen. Und wie das später nachher da drin aussieht, können wir natürlich auch auf dem Poster erkennen. Ich glaube, das passt ganz gut, die Figuren. Hauptsache, die können herausgucken und die kommen an, der kommt an das Lenkrad. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß bei diesem Video. Und ich hoffe, ihr schaut gern wieder rein. Das heißt, bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich bleibt bloß gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und... Kick mal bei der N.